Hallo ihr Lieben, ich bin's auch, wieder mal. Ich sehe aus wie tot auf Latschen, genauso geht's mir auch. Gestern nach dem Video ging's erstmal ganz gut und dann wieder schlechter, wieder Fieber und alles und so weiter und so fort. Die Nacht war furchtbar. Ich habe dann auch heute früh Fieber gemessen und hatte schon früher Morgen Fieber. So dass ich dann beim Arzt angerufen habe, weil das kann nicht angehen. Und dann hat Dirk mich heute gegen Mittag, hatte ich Termin, zum Arzt gefahren. Ja, was hat der Arzt? Also ich habe auch keine Ahnung, wie viel Kamille ich mittlerweile im Blut habe. Ich habe mich jetzt auf eine deutlich größere Tasse verlegt. Den ganzen Tag liege ich im Bett und trinke Tee. Hat Christian mir schon jetzt sogar eine Thermoskanne voll gemacht, damit die Kinder nicht eine Stunde, damit ich die nicht jagen muss und die mir Tee machen müssen. Aber die Familie kümmert sich sehr gut um mich. Dirk hat mir auch heute früh schon Tee gemacht. Und Christian und Isabel, die haben mir die Körnerkissen warm gemacht in der Mikrowelle und gebracht, weil ich irgendwie die ganze Zeit so im unteren Rücken auch Schmerzen habe. Ja, und beim Arzt, dann natürlich Infektionssprechstunde, anderes Gebäude und so weiter. Der hat natürlich mir erstmal dieses Stäbchen voll in den Rachen gejagt. Dabei gleich auch reingeguckt, meinte, ja, Hals ist rot, aber nicht eitrig oder so. Das ist jetzt soweit, okay. Ich habe auch die ganze Zeit durch hier richtig Kopfschmerzen und hier im Nacken, wenn ich ein bisschen huste, dann merke ich, dass ein richtiger Druck und Halsschmerzen halt, ne? Die Lymphknoten sind leicht dick und eben dieses eklige Fieber und Knochen und alles, als ob ich durch den Fleischwolf gedreht wurde. Solche Schmerzen. Ich habe mich heute am Vormittag auch, glaube ich, dreimal umgezogen, weil ich dermaßen geschwitzt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich wäre mit Klamotten und Bett unter der Dusche gewesen. Geht gar nicht. Der Arzt hat mich dann auch so hier unten im Rücken abgetastet und hat ja süß schwitzen, aber ist ja nicht auch schon wieder jetzt umgezogen gehabt. Ne? Keine Ahnung, was das soll. Aber jetzt kann ich einfach nicht mehr liegen. Es ist sechs. Ist es sechs? Ja, schon fast halb sieben. Den ganzen Tag, außer jetzt beim Arzt, zwischendurch nur im Bett verbracht. Ich kann nicht mehr liegen. Ich kann nicht mehr liegen, ich kann nicht mehr sitzen, aber ich kann auch nicht mehr laufen. Ich bin total schwach, weil nachdem ich was genommen habe am Morgen, ne, was gegen Fieber war, auf einmal meine Temperatur von 38 auf 35,1. Ich kann nicht sagen, was schlimmer ist. Beides ist richtig doof, ne, weil dann habe ich alles gehabt. Und auch noch richtig schlapp dazu. Ja, jetzt warte ich bis morgen, was der Corona-Test sagt. Aber ich habe jetzt hier nebenbei, keine Angst, ich koche nicht. Ich habe jetzt hier den Reis von gestern zum Aufwärmen hingestellt und in die Pfanne einfach ein paar Nuggets für die Bande reingeschmissen. Und ja, die brate ich nur an. Und mir war so nach Salat, dass ich einfach nur so einen kleinen Salat mir jetzt geschnitten habe. Mehr ist es nicht. Mehr habe ich heute wirklich nicht gemacht. Bin ganz brav, aber ich kämpfe. Ich kämpfe echt mit mir selber. Ich habe von Christina geschrieben, die hat auch gelacht. Das ist ganz blöd. Der Kopf, ne, also der Kopf sagt, ach, das bisschen Erkältung ist doch Pillepalle. Steh auf, mach was, fang an, wenigstens ein bisschen was schon mal aufzuräumen oder so. Dann Kuchen backen wollte ich eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ich wollte unbedingt Kuchen backen. Mir ist so nach Kuchen wieder, ich habe ein paar Rezepte, während ich im Bett lag, konnte ich ja auch gucken, ne, auf dem Handy. Da ist mir was über den Weg gelaufen. Oh, das musst du ausprobieren, das klingt lecker. Ja, der Kopf. Aber der Rest, der hat auch gewonnen. Ne? Also der Rest hat gesagt, also die Schmerzen, die Kopfschmerzen und die Körper sagt, Elchi Betchi, nix da, wir bewegen uns heute nicht. Höchstens mal von einer Seite auf die andere und aufs Klo. Ne? Und so ist es heute auch gewesen. Der Körper hat gewonnen und dementsprechend habe ich die ganze Zeit heute im Bett verbracht. Ja, hier ist mein Salat. Wollte ich unbedingt irgendwie jetzt haben. Ich habe kein Geschmacksverlust. Also das, ich glaube auch nicht, dass es Corona ist, wie meine Mama befürchtet, weil ich ja jetzt am 20. Januar in Hamburg war und so, ne? Ist es bestimmt einfach nur Erkältung, dieses draußen toben, Schlittenfahrerei, wie Waltraud das gesagt hat.
war nicht ganz so gute Idee, vor allem so dieses abends noch, wo es richtig kalt dann war, ne? Dass ich dann nochmal raus war mit meiner Schwester und so und da nochmal getobt habe. Ne? Ja, so sieht's aus. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich habe gestern per Post, ich habe erstmal gedacht, ob das jetzt kommt oder nicht, weil die in Hamburg ja sich mit denen in Uelzen nicht ganz einig sind über die Diagnosen und so, ob ich dann tatsächlich als Risikopatientin eingestuft werde oder nicht. Ich habe tatsächlich von der Krankenkasse diese, von der Bundesregierung Berechtigungsscheine bekommen, 2 Stück, für jeweils 6 diese extra Masken. Und vorhin habe ich, als ich beim Arzt war, hinterher bei der Apotheke tatsächlich mir 1 Gutschein schon eingelöst und 6 Masken geholt. Und da steht eigentlich Eigenbeteiligung 2 Euro. Bei uns in der einen Apotheke haben die mir einfach so in die Hand gedrückt, sagen, nein, brauchst du nicht zu bezahlen, die 2 Euro. Ja, so sieht's aus. Wollte ich euch nur kurz sagen, wie es gerade aussieht. Mal gucken, wie es morgen ist, wie es mir morgen geht. Ich hoffe, ein bisschen besser. Und wenn nicht, ist es dann halt so, dann bleibe ich noch einen Tag im Bett. Dirk ist morgen auch zu Hause bei dem Wetter. Der ist gerade Schlechtwetter, Kurzarbeit bei ihm. Ja, mal gucken, wie, ja, er ist eben halt da. Und wenn ich zum Arzt wieder muss oder so, dann fährt er mich. Und das ist doch das Gute, der passt ein bisschen auf. Aber auch wenn er nicht da wäre, die Kinder, die kümmern sich auch sehr gut um mich. Ne, Isabel, Schatz, du hast mich heute auch schon ein bisschen versorgt. Also das sind ganz, ganz liebe große Kinder. Und ja, das wollte ich nur kurz sagen, ihr Lieben. Bleibt bitte gesund. Es ist echt doof, krank zu sein. Ich kämpfe gerade mit mir selber. Das bremst mich so aus. Ich will das nicht. Ich will am liebsten hier loslegen und was machen. Ich wollte ja eben das nächste Zimmer mir vorknöpfen und das und dies und jenes. Und ärgere mich gerade so dermaßen, dass ich momentan nichts kann. Nur Bett. Ja, jetzt habe ich gesagt, ich gehe erstmal nicht ins Bett, sondern hier ins Arbeitszimmer aufs Sofa, weil im Schlafzimmer kein Fernseher ist und meine Augen wollen auf dem Handy nicht wirklich gucken. Das ist irgendwie zu klein, zu anstrengend. Ich lege mich hier gleich aufs Sofa und mache mich hier ein bisschen Fernsehen an und bleibe da liegen. Ja, hier gelegen, da gelegen, heute nur am Liegen. Ja, und trinke weiter literweise Kamillen- und Salbeitee. Okay, ihr Lieben, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.